Hallo, heute mal was aus der Kategorie Kurioses aus der Wissenschaft. Tod durch vegane Ernährung. Wenn man in der biomedizinischen Datenbank PubMed den Begriff Vegan Diet eingibt, dann kommt tatsächlich ein Eintrag mit dem Titel Death after Vegan Diet. Hoppla, was ist denn da schiefgelaufen? Das schauen wir uns jetzt mal an. Tatsächlich ist dieser Beitrag 1968 im Lancet erschienen. Lancet ist eine der ältesten und renommiertesten medizinischen Fachzeitschriften, wird in London verlegt und kennt ihr vielleicht von der Eat Lancet Kommission, die ja die Planetary Health Diet konzipiert hat. Und konkret gab es da einen sogenannten Letter to the Editor, also einen Brief an die Herausgeber. Das ist in der Wissenschaft so ein ganz übliches Format, wenn man eben keinen großen Fachartikel einreichen will, sondern eben kurz einen Kommentar vielleicht auch zu anderen Dingen, dann schreibt man einen Brief an die Herausgeber. Und das ist jetzt auch hier passiert. Leider können wir das nicht mehr genau rekonstruieren, weil wir keinen Zugriff auf diesen Originalartikel der Times haben. Aber auf diesen Artikel bezieht sich jetzt dieser erste Letter to the Editor und den hat unter anderem der Dr. Frey Ellis verfasst und der war Hämatologe am Kingston Hospital in Südwest London. Die Autoren halten die Aussage, dass eine vegane Ernährung eine hochgradige Mangelernährung sei, für ignorant, weil vorangegangene Studien ja gezeigt hätten, dass eine Nährstoffversorgung bei veganer Ernährung wunderbar möglich sei, mit Ausnahme von Vitamin B12. Und genau dazu hat dieser Dr. Ellis auch selbst geforscht, sehr viel zum Thema Vitamin B12 und vegetarische und vegane Ernährung. Er scheint also zu wissen, wovon er spricht. Außerdem sei es sehr seltsam, wenn sich ein Gerichtsmediziner anmaße, die vegane Ernährung zu verurteilen. Denn was heißt hier eigentlich vegan? Offenbar hat sich diese ältere Dame hauptsächlich von Tee und Brötchen ernährt. Dann schreiben die Autoren weiter, dass er als Rechtsmediziner doch sicher viele Todesfälle sehen müsse, bei denen ältere Menschen an einer Lungenentzündung gestorben seien, die sich nach einem Knochenbruch und einer entsprechenden Bettlägerigkeit eingestellt haben. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass genau das auch in diesem Times-Artikel berichtet wurde, dass bei der Frau eben auch eine Lungenentzündung vorgelegen hat. Weiter führen sie an, dass es sicher viele ältere Menschen gibt, die sich aus finanziellen und anderen Gründen hauptsächlich von Tee und Brötchen ernähren, was natürlich zu einer schweren Mangel- oder auch Unterernährung führen kann, das aber nichts mit einer veganen Ernährung zu tun hat. Was dann häufig passiert nach so einem Letter to the Editor? Der angegriffene Wissenschaftler antwortet auch mit einem Letter to the Editor. Und genau das hat der Rechtsmediziner gemacht, der Dr. David Haler. Er war wohl ein bisschen angenervt, hat sich dann aber versucht, auch so ein bisschen rauszuwinden. Denn zum einen wollte er klarstellen, dass die ältere Dame gar keine Veganerin gewesen sei, aber aus fehlgeleiteter Sympathie mit lebenden Tieren sich essentieller Nährstoffe beraubt habe. Und zum anderen schreibt er, wenn sie denn Veganerin gewesen wäre, dann hätte sie ja sicher Nahrungsergänzungsmittel verwendet und dann hätte diese seltsame Ernährung nicht immer notwendigerweise tödlich enden müssen. Nicht immer notwendigerweise tödlich. Aha. Zudem akzeptiere er voll und ganz, dass solche Kulte erlaubt und auch toleriert werden müssen. Aber man sollte die Aufmerksamkeit auf die Risiken lenken, wenn sich ältere Menschen fälschlicherweise und ohne Nahrungsergänzungsmittel so mangelhaft ernähren. Aber anzunehmen, wie das Dr. Ellis und seine Kollegen geschrieben haben, dass die Dame nicht an ihren dummen Ernährungsgewohnheiten gestorben sei, das sei irrwitzig. Und jetzt noch was Schönes. Er, also Dr. Haler, wisse zwar, dass es viele ältere Menschen gibt, die sich hauptsächlich durch Tee und Brötchen am Leben halten, aber das sei ja keine vegane Ernährung, denn in richtige Brötchen müsse ja Milch rein. Also was denn jetzt? Wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Aber was können wir denn jetzt aus diesem wunderbaren Science Battle schlussfolgern? Mangelernährung ist immer schlecht, egal ob vegan oder anders. Es gibt ein paar kritische Nährstoffe, auf die wir bei veganer Ernährung besonders achten sollten. Und dazu gibt es auch einige Videos und die Links dazu haben wir in der Caption für euch. Und wir wissen ja auch, dass eine gut durchgeführte vegane Ernährung viele Gesundheitsvorteile haben kann, sowohl bei der Nährstoffversorgung als auch bei der Vorbeugung und Therapie von ernährungsmitbedingten Krankheiten. Dazu haben wir auch schon ein paar Videos gemacht und auch dazu findet ihr alle Videos in der Caption.
Lasst gerne ein Like da, teilt das Video und schreibt mal in die Kommentare, über welche kuriosen Ernährungsmythen ihr schon gestolpert seid. Das war's für heute. Tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Markus Keller. Und darauf jetzt erstmal einen milchfreien Keks.